Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und da haben wir was Schönes. Wir sind auf dem Game Boy Color. Das ist tatsächlich Cool Bricks. Ist ein Arkanoid Breakout Game. Hast du nicht gesehen? Hat aber einen Punkt, der richtig interessant ist. Hat einen sehr, sehr interessanten Soundtrack. Und ich muss das, glaube ich, mal ein bisschen euch lauter machen, glaube ich. Damit ihr den gleich mal auch richtig genießt. Moment. Das kriegen wir noch live hin. So, machen wir mal ein bisschen lauter. Weil er ist nämlich eigentlich nur bekannt geworden durch den Soundtrack. So, ich starte mal einfach. So. Und jetzt halte ich mal eben ein paar Sekunden die Klappe. Jetzt hören Leute mal rein. Also es hört sich sehr an wie ein C64 Soundtrack. Und deswegen ist das Ding eigentlich auch nur bekannt geworden, weil es für Gamer-Verhältnisse ein, jetzt hört man es noch besser, einen typischen 8-Bit-Heimcomputer-Soundtrack hat. Wie auch immer sie darauf kamen. Deswegen, also sonst, es ist halt Arkanoid Breakout. Es ist nicht wahnsinnig was Besonderes. Es gibt also auf dem Game Boy und auf dem Game Boy Color gibt es davon 199 Varianten von der Spielidee. Aber ganz interessant ist der Soundtrack. Das ist wir reden vom Game Boy Color. Und dafür hört sich das echt gut an. Ja, um mal wichtig zu sagen, ne? Wer braucht da noch Tronimal? Na ja, mal Spaß beiseite. Also, wie schon gesagt, als ihr das irgendwie mitgerichtet habt, dachte ich, das hört sich da wirklich gar nicht nach Game Boy an. Aber es hört sich so an. Und ich habe tatsächlich, seit heute habe ich das auch selber. Und das kriegt ihr, naja, zwischen 5 und 7 Euro kriegt ihr das Ding. Und dafür ist es vollkommen okay. Es ist halt nicht das geilste Game der Welt, aber es ist halt mal vollkommen obskur. Weil es sich einfach viel, viel besser anhört als die meisten anderen Games. Das ist übrigens, damit kann man den Level finishen. Okay, machen wir den noch weg. So, schön. Aber sonst seht ihr, das ist halt Arkanoid. Ja. Weiß ich gar nicht, ob das unsere Gameboy-Freunde immer so gezeigt haben. Aber Bühnert geht vollkommen in Ordnung. Ne? Kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Ich weiß gar nicht, ob der Sound sich hier ändert. So, was ist das? Ah, okay. Das war Anti-Schwerkraft. Nö, ist klar. Warum auch nicht, ne? Mein Gott. Die NASA war gestern. Herzlich willkommen bei Anti-Schwerkraft. Dem Spieler nach erstmal gute Besserung. Vielleicht für die Leute, die den Chat ein bisschen verfolgen. Mach keinen Mist. Werd erstmal wieder gesund. Spiele nach freue ich nochmal. Er kriegt nochmal mit Sicherheit die nächsten Tage dann noch was Neues zu Pokémon Go, wo die wieder vollkommen durchdrehen. Und irgendwie 10 Sachen auf einmal machen müssen jetzt auf einmal, weil. Bleibt sicherlich eine App relativ lange oben. Gut, man kann ja auch von Diablo Immortal lernen. Scherz. Sonst wird er genauso wie ich. Das geht gar nicht. Der Spielenarr hat eine Zukunft. Also, hallo? Es gibt erfolgreiche YouTuber und es gibt mich.
Und für die Leute, die jetzt sich wundern, was macht denn der mit der Scheiße? Ja, ich werde das wie schon auf YouTube komplett als Stream auch hochladen. Das heißt also, den Geburtstagsstream, den wir jetzt hier machen, in ihrer Gänze, werden sich morgen Leute angucken können und toll finden können und dann notfalls vollkommen scheiße, das ist mir relativ egal. Hauptsache, wir haben Spaß. Was macht denn das Smiley-Ding? Ach, das ist nächste Level. Achso, okay. Das ist so eine Art Union Jack oder so? Ich bin mal gespannt, wie weit ich komme. Also so wirklich schwierig ist das noch nicht. Aber das wird sich mit Sicherheit noch ändern. Aber ja, ich habe das jetzt tatsächlich selber auch und ist mal ganz lustig. Okay, Veronika Wojaczewski hat jetzt gerade irgendwas bei Facebook gepostet. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Information, die muss ich schon haben. Also Breaking News, ja, wer auch immer du bist, du scheinst eine ganz wichtige Influencerin zu sein. Das ist ja eine neue Berufsbezeichnung, der Influencer. Wenn ich nicht weiter weiß, werde ich Influencer. Jetzt habe ich ein Level-Passwort. Oh, anderer Sound. Was macht das Ding? Ah, geil. Geil, da gibt's also Laser. Warum auch nicht, ne? Hört sich wirklich an wie ein C64 Soundtrack. Ja, das ist spannend. Ja, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der interessanteste Level, um es mal nett zu formulieren, aber mein Gott. Das kriegen wir schon hin. Ja, es war so klar. Kaum kommt der Dreierball, ist schon einer direkt gleich wieder weg. Ja, da bist du nicht schnell genug. Ja, ist ein Power-Up, was meistens bei diesem Spiel so unglaublich viel Sinn macht. Das ist so ein bisschen leider so ein Level, der relativ schnell anfängt, hier Leute einzunullen. Also, gut, jetzt könnte man sagen, passt der zu mir? Das ist der Ninja. Okay. Nö, also ich meine, Power-Ups haben wir hier genug. Nein, um TR Knight zu zitieren, dieses Spiel ist tatsächlich nicht ganz so schwer am Anfang. Wenn selbst ich so lange lebe, dann kann man davon ausgehen, das könnt ihr auch. Oh, Gegner. Das ist neu. Okay. Was macht der mit dem Ball? Achso, der fängt ihn auf und wirft ihn irgendwo hin. Okay. Ja, toll. Du mich auch. Was gibt das L? Schneckenball? Okay. L ist der Schneckenball. Nö, ist klar. Wahrscheinlich für L für langsam oder was?
Sicher das. Ja. Was macht Geist? Ghost aktiv. Ja. Super. Was machen wir damit? Also hier gibt es Power-Ups, die ich mir jetzt noch nicht so wirklich erklären kann. Aber na gut. Okay, es scheint jetzt... Ja, jetzt geht der Ball durch den Feind. Ja, ob das jetzt wahnsinnig mortal ist, ich weiß es jetzt nicht unbedingt. Aber... Wir machen einfach mal weiter. Okay, den kann man nicht zerbrechen, den Block. Wisst ihr was? Mörderplan, dann mache ich es auch nicht. Wobei man jetzt natürlich wieder schreien könnte, die Mauer muss weg. Bei Erkan und Stefan hat es ja auch geholfen. Der einzige gute Gag in dem Film übrigens. So. Okay. Spannend. Also, läuft. Also, wie die Kugel halt so. Man könnte da sicherlich jetzt sehr philosophisch werden, finde ich, aber ich will gar nicht. Danke. Level 7. Wieder ohne Feind. Ich sehe schon, jetzt habe ich ein Game rausgesucht, wo ich wahrscheinlich selbst in 2 Stunden spielen kann. Ich möchte aber gar nicht. Tja. Was macht ihr denn so, während ich das hier spiele? Mittel gegen Krebs finden oder Krieg und Frieden 2-mal lesen? Oder alle Videos von Gronkh auf Rechtschreibfehler kontrollieren. Was halt so der YouTuber von Welt halt macht. Magnet, das ist wahrscheinlich, ne? Genau. Das, was bei Arkanoid der Kleber ist, ist hier der Magnet. Gut. Jo. Der Herr Oettinger macht dabei tatsächlich Uploads. Ja, warum macht ihr das da nicht? Ne? Ich meine, ihr als Zuschauer. Ihr müsst ja auch YouTube retten. Was haben wir denn da jetzt? Okay. Okay. Ein Gegner, der schießt. Okay. Yes! Also eine Art Space Invaders trifft Arkanoid. Naja, warum nicht? Laserschläger? Ja. Ah, komm, den Level schaffen wir doch einfach. Haha! Naja, Retro lebt gerade ein Video auch mit dem Namen Millionär. YouTube kann nicht reich machen. Ruf jetzt an bei YouTube24. Da lade ich alles hoch. Finde die Ironie. Der Lycraft genießt seinen Feierabend. Ja, das finde ich vernünftig. Ich werde das auch machen. Ach nee, ich mache ja gerade Videos. Ich sehe das immer für morgen ganz easy. Extra Leben. Ja. Hallo? So macht man das richtig. Das heißt, weil das Ding noch länger zocken muss, aber
Ja. Dann machen wir es halt. So. Ah, das ist die Rakete. Das war's. Yes. Ja, hallo, TNA, natürlich kennen wir Glückser noch mit im Original, also beziehungsweise in unserer Version Maren Gilzer, in der amerikanischen Version mit Wanna White. Hallo, ja sicher. Natürlich. Ja gut, YouTuber haben so lange ein Leben, wie sie... Da kommt doch jetzt, kann ich ja wieder durch, ne? Zack, nächster Level. Wie sie für Wish Videos machen können. Hallo, Wish produziert nur Schrott. Darüber mache ich jetzt mal ein Video. Und danach demonstriere ich, dass Regen nass ist. Und mache darauf dann ein, was weiß ich, meine Schwester ist mein Bruder Prank. Etwas, was in der Familie sicherlich locker nachgespielt werden kann. Gut, jetzt kann man sagen, im Sauerland ist es kein Prank, da ist es normal, aber... Ich warte übrigens sowieso, dass sich irgendwelche Leute da mal persönlich angesprochen fühlen, dass ich ganz halt Witze über das Sauerland mache, weil da muss ich mir vielleicht eine andere Randgruppe suchen. Ja, das ist politisch korrekt, was Sie hier sehen. Ich möchte kurz darauf hinweisen, ja. Der Hitler-Vergleich des Tages kommt gleich noch. Das muss man als Comedian heute drauf haben. Das machen auch so wenig. So. Ah, komm, hier. Bombe ich den ganzen Level weg. Ist das Stop oder was? Schlafball. Okay. Alles weg hier. Ah, Mist. Das Glück hat mich hier unten. Entschuldige. Hallo? Es hat aber gerne so gedauert, übrigens. Isabella sagt, du hast. Natürlich hast du Talent. Und man muss kein Mikro haben, um Videos aufzunehmen. Sei einfach du selbst. Als ob das bei YouTube irgendwie auf die Startseite kommt, aber... Oh, es ist Game Over! Ich kann aufhören, dieses Spiel zu spielen. Hurra! Ja, also wie gesagt, Cool Bricks ist, ja, nett, kann man sagen. Geht vollkommen in Ordnung und, ja. Holt's euch! Lohnt sich! Hat schließlich einen C64 Soundtrack auf dem Game Boy. Wo kann man das schon sagen? Außer hier bei Cool Bricks. Bis gleich.